Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Im heutigen Video möchte ich euch mit auf eine Klangreise nehmen. Heute gibt es für euch eine Klangmeditation. Im Frühjahr 2012, also vor knapp 8 Jahren, habe ich meine Ernährung auf Rohkost umgestellt. Circa ein Jahr später musste ich Radio und TV abschalten, weil ich die Klänge, die da heraussprudelten, einfach nicht mehr ertragen konnte. Ich habe zum Beispiel früher gerne im Radio Deutschlandradio Kultur oder Deutschlandfunk gehört und konnte das dann nach einem Jahr Rohkost nicht mehr ertragen. Auch die Nachrichten im Fernsehen, ich konnte es einfach nicht mehr ertragen. Da hat es einen Schalter an meinem Kopf umgelegt und ist auch bis heute so geblieben. Ich schaue kein TV und höre kein Radio. Bin durch die Rohkosternährung, durch Entgiftung, durch Fasten, auch durch wieder das Sensibilisieren für das eigene Körpergefühl, für die eigene Wahrnehmung, für die eigene Intuition, einfach viel sensibler geworden, was Klänge anbetrifft, was Musik anbetrifft. Heutzutage mag ich vor allem handgemachte Musik. Kürzlich hatten wir einen Harfenspieler hier. Oder ein Freund von mir spielt auch Handpan oder Handpan. Das ist ein wunderbares Instrument. Mein Ältester spielt Klavier. Von ihm lasse ich mir auch gerne auf dem Klavier vorspielen. Oder wenn ich mir selber hier zu Hause Musik anhöre, höre ich gerne epische Musik oder klassische Musik an. Aktuell höre ich eigentlich jeden Tag Vivaldi, die 4 Jahreszeiten. Das ist eine unglaublich geniale Komposition. Ich sage immer, das ist für mich wie eine Tiefenatmung fürs Gehirn. Und klassische Musik soll ja auch sehr harmonisierend auf den Körper wirken. Und das kann ich auf alle Fälle bestätigen. Also klassische Musik ist gerade für mich, sind gerade für mich mit die besten Klänge. Und ich verlinke euch auch mal oben in den Infokarten Vivaldi, die 4 Jahreszeiten in 432 Hertz. Das ist wirklich, sind wunderbare 40 Minuten und ich höre mir mindestens einmal am Tag Vivaldi an, am besten mit dem Kopfhörer. Gerade am Abend oder wenn man mal einen besonders stressigen Tag hat und ein bisschen runterkommen möchte, dann ist Vivaldi auf alle Fälle Musik, die mich absolut harmonisiert und entspannt. Kürzlich habe ich ein Video zu den Neobeats hochgeladen. Neobeats, das sind so effektive Hörprogramme, die zum Beispiel auch mit Meeresrauschen, Regen, Gewitter, Wind arbeiten, aber auch klassische Musik aufnehmen, die dann in 432 Hertz gespielt werden. Also das sind so effektive Hörprogramme, die unseren mentalen Zustand positiv beeinflussen können. Die können zum Beispiel eingesetzt werden, um besser zu schlafen, um besser zu entspannen, um besser meditieren zu können, um sportlich mehr Leistung zu bringen. Also da gibt es wirklich eine große Bandbreite, für was die Neobeats eingesetzt werden können. Es gibt auch einen YouTube-Kanal, da könnt ihr schon mal reinhören, wer sich für die Neobeats interessiert. Aber es gibt auch die Möglichkeit, so eine Art Abo abzuschließen, monatliches Abo, und dann hat man Zugang auf über 100 Hörprogramme und man kann diese Hörprogramme auch 7 Tage kostenlos testen. Also wer sich für das Testen interessiert, ich setze euch den Link zu Neobeats, wo ihr 7 Tage lang diese ganzen Hörprogramme testen könnt unter dieses Video. Heute gibt es aber für euch eine Klangreise, die hat eine liebe Freundin für mich zusammengestellt, die darf ich auch veröffentlichen. Und die Freundin, die kommt ab und zu her und dann komme ich also in den Genuss einer Live-Klangmeditation, also kann diese Klangreise live mit ihr durchführen. Das ist natürlich immer das Beste, wenn man so auch in dem Raum ist, wo die Instrumente gespielt werden. Das hat auch wirklich eine sehr harmonisierende Wirkung auf den Körper. Mit Klangreisen kann man dem Alltag entfliehen und in Entspannung und Harmonie eintauchen. Ihr hört heute eine Klangreise, in der 3 Instrumente zum Einsatz kommen. Das Monochord, verschiedene Klangschalen und Klangspiele. Das Monochord ist ein Saiteninstrument, dessen Wurzeln in Europa liegen. Bereits unter Pythagoras in der griechischen Antike fand es Anwendung. Denn das Monochord eignet sich nicht nur ausgezeichnet für Klangmeditation, sondern ist auch prädestiniert, um mathematische und physikalische Gesetzmäßigkeiten zu veranschaulichen. Wie funktioniert das Monochord? Durch das Zupfen werden unzählige Obertöne freigesetzt, die mit unserem tiefsten Inneren in Resonanz liegen, sodass sie in uns extrem schnell eine Tiefenentspannung und Muskelrelaxation auslösen. Für diese Klangmeditation kommen auch Klangschalen zum Einsatz, die ihren Ursprung in Asien haben. Hier haben die Mönche sie bereits seit Urgedenken für religiöse Zeremonien benutzt, aber auch ganz pragmatisch als Essschalen. Auch die Klangschalen zeichnen sich durch ein obertoniges Klangspektrum aus. Die Schwingungen massieren unseren gesamten Körper bis in jede einzelne Zelle und versetzen uns in Vibrationen. Klangschalen lassen sich entweder direkt auf dem Körper platzieren oder werden in der Nähe angeschlagen. Dementsprechend entfalten sie ihre positiven Effekte auf mehreren Ebenen. Für diese Klangmeditation kommen auch
4 verschiedene Windspiele zum Einsatz. Diese Klangspiele bestehen aus Bambus und repräsentieren die 4 Elemente Feuer, Wasser, Erde und Luft. Diese Klangreise, die ihr heute hört, ist eine ganzheitliche Klangreise, die eben die 4 Elemente Luft, Wasser, Feuer und Erde verbindet. Bei den Klangspielen werdet ihr das dann sehen, da werde ich das dann einblenden, welches Klangspiel für welches Element steht. Für die Luft bedeutet das, alle Unreinheiten aufgewirbelt werden. Wasser bedeutet, dass alle Unreinheiten weggespült werden. Feuer bedeutet, dass alle Unreinheiten verbrannt werden. Und die Erde bedeutet, dass wir uns nochmal tief verwurzeln und fokussieren. Also für mich ist das definitiv eine sehr kraftvolle Klangreise, eine sehr kraftvolle Klangmeditation. Und ich höre mir die auch gern abends mit Kopfhörer an, bevor ich schlafe. Und das hat wirklich eine sehr, sehr entspannende Wirkung auf mich. Und ich freue mich, dass ich euch heute diese Klangmeditation, diese Klangreise präsentieren darf. Die Klangreise, die Klangmeditation ist mit Bildern unterlegt, die im schönen Thüringen entstanden sind, an der Ilm. Also diese Bilder stammen aus Mittelthüringen. Das sind Naturbilder, die, wie ich finde, die Klangreise ganz gut unterstützen. Also ich wünsche euch jetzt ganz viel Freude bei dieser Klangreise, bei dieser Klangmeditation. Am besten setzt ihr oder legt ihr euch irgendwo entspannt hin und genießt diese Klangreise. Ich freue mich auch über eure Gedanken und Meinungen zu dieser Klangreise. Hinterlasst mir gerne eure Kommentare unter diesem Video.